So, wir sind jetzt hier in Stendal-Borstel auf dem Flugplatz. Die Mannschaft auf Lüsse steht hier geschlossen vor mir. Wie sieht's aus, Jungs? Wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist super. Der Wind, der ist auch super. Genau, den können wir zwar nicht mehr so richtig sehen, diesen Wind. Gut, sehen wir den eh nicht, aber wir würden uns auch mal wieder über einen Tag freuen, wo es ein bisschen windstiller wäre. Aber das haben wir schon seit 4 Tagen nicht. Okay, und du siehst das auch so an. Ja, genau. Im Hintergrund hat man gerade 12.30 Uhr Startbereitschaft. Wieder nach hinten verschoben worden zum 3. Mal. Also der Optimismus, den muss man sich jetzt beibehalten. Ja. Viel mehr hat man nicht. Nicht die Nerven verlieren. Unsere Lebensstufe lautet. Ja. Ich bin froh, wenn wir weg sind und auch wieder hier landen. Ich muss dann noch lernen. Aber jede Verzögerung tut weh. Kriegst du hin. Na dann erstmal toi, toi, toi. Stehen Sie in der Sonne. Ich glaube, jetzt wird's ernst. Alles okay, Ronald? Geht los, ne? Gut, der Hannes muss sich jetzt auch fertig machen. Olaf macht sie jetzt auch fertig. Wenn du mal da vorne schwenkst mit deiner Kamera, dann siehst du das schöne Wetter, was wir ja, zu erwarten haben. Wir sind ja mit dem guten Wetter weg, aber da müssen wir uns natürlich. Diese Waypoint-Höhendifferenz. Hannes ist der Nächste. Alles gut, Hannes? Du bist ja schon wieder hier beim Einpacken. Jeden Tag, ja. Wetter gibt kein Steigen her und da macht man nichts. Macht man nichts, kann man nichts tun. Macht man gar nichts. Wie weit warst du denn? Bist du ein Stück weggekommen? Ja, ich habe meine 750 Meter aus der Winde einmal im Geradeausflug mehr oder weniger verloren. Also einmal eine schöne Runde über Stendal gedreht. Okay. Ja, also zwei bin ich natürlich froh, dass es neutralisiert wurde. Aber ich bin sicher, ich hätte die erste Wende geschafft und dann zum Flugplatz. Wäre auch was gewesen. Also. Aber gut. Sollte nicht sein. Sollte nicht sein. Jetzt kannst du die Standardklasse beweisen, was wirklich die Garantie wäre. Morgen wieder viel Wind, viel und ab und zu mal Regen. Wahrscheinlich kein Fliegen. So, hier wohnt unsere Mannschaft, Campingplatz. Der Bus. Konstantin ist in dem Zelt. Mit Hanne. Und der Olaf schläft in dem schicken Bus. 299 Meter. Hat der Ronald gerade im Moment. Scheint jetzt auch zu kämpfen. Tja, sieht also auch nicht so gut aus für den Ronald. Ronald hat den Motor gezogen.